Habe ich, glaube ich, alle. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich alle? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist echt super, wenn man sich nicht nur um das Futter hier kümmern muss. Ich muss echt das andere Ding jetzt auch noch upgraden. So. Die Eier, die machen wir jetzt mal ein. So. Zack. So, haben wir das. Dann die Zäune hier. Machen wir zumindest die hier mal, dass die Viecher nicht abhauen können. Das wäre sehr schön. So, zack. Oh Gott, hier ist alles kaputt. Ich muss echt mal in die Mine wieder Steine klopfen. So. Ja, das kenne ich. Ich hatte bei Star Trek Online mindestens 30 Bodenwaffen und keinen Platz mehr im Inventar oder der Bank. Davon, von Star Trek Online will ich gar nicht anfangen, weil da ist es einfach eine Katastrophe. Bei mir, da sammle ich auch jeden Mist einfach. Also generell, ich sammle in Spielen immer einen kompletten Mist. Das ist unfassbar. Und dann wundere ich mich hinterher immer, oh, warum habe ich denn keinen Platz? So. Da freue ich mich schon unglaublich in Minecraft dann drauf. Toll, jetzt kriege ich Large Goat Milk, jetzt wo ich die Wolle hatte. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr hier. Was kann hier irgendwas weg? Ich habe keine Ahnung. Kann hier irgendwas weg? Ja, ich... Also ich glaube, zutatentechnisch weiß ich gar nicht. Ich, ist eine Katastrophe. Es ist einfach eine absolute Katastrophe. Und ich muss hier mal, glaube ich, wieder ein bisschen, Heu sammeln. Ich glaube, ich habe nämlich fast keins mehr. Wobei ich extra zwei Lager mittlerweile habe. Aber nachdem jetzt ja bald der Herbst anfängt, kann ich hier schon mal alles klein machen. Dann haben wir auf jeden Fall für den Winter dann definitiv genug. So. Okay, das war's schon. So, ich muss kurz niesen. So, ich musste niesen und bin einfach irgendwo jetzt weitergelaufen. In der Hoffnung, dass alles passt. So, ich muss mich mal um die Dorfbewohner kümmern. Also, hier bröckelt lang... Cobblestone Pass. Oh, ich glaube, hier ist gerade Blitz eingeschlagen. Und hat gerade meinen Steinpfad kaputt gemacht. Toll! Ich bin ein bisschen begeistert. So. Was wollte ich denn? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen was zu essen und beschenke ein bisschen die Dorfbewohner. Wie schaut's denn aus? Die Pam, die Haley, die mag uns. Die hat Geschenke. Die Abigail, die kriegt noch ein Geschenk von uns. Muss ich ihr auf jeden Fall noch eins geben machen. Halt, Küche. Nein, Küche. So, die Abigail kriegt einen Schokoladenkuchen. Das mag die bestimmt. So, dann kriegen die Kinderchen wieder Lollis von mir. Das Omelette. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal ein Omelette. Cheese Curly, ja, warum nicht? Tortilla, Marky Roll. Das geben wir mal dem Dingens im Fischer, da kriegt man Marky Roll. Die Pancakes machen mal. Egal, ich mache es einfach mal alles Mögliche. Wir gucken einfach mal, was die Leute so gerne essen. So. Zack. So. Alter, wie hier alles auseinanderbricht gerade, ist es echt schlimm. Und ich habe halt keine Steine mehr. Mann, 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 Mann. Was? Pupa, Kupi, Flupi, wie viele Spitznamen denn noch? Ne, Floppy ist neu. Ne, Flupi ist neu. Flupi ist auch super. Habe ich dann was Neues, wie ich ihn bei Luther Kings nennen kann dann? Kupi, Flupi, dein Ernst. Also Kupi, Flupi, das klingt auch sehr interessant, muss ich sagen. Kupi, Flupi. Das klingt wie so ein Produkt irgendwie, wie so keine Ahnung, wie so Frühstücksflocken oder so. Brauchst du einen schönen Jingle dazu und sagst einfach, Kupi Flupi, einen wunderschönen Tag. Oder irgendwie sowas dann. So, it's locked. Na, Glückwunsch. Alter, wie spät es schon wieder ist.
Also der Cooper hat's echt nicht leicht mit seinen Spitznamen, muss man echt sagen. Er hat's echt nicht einfach. Aber... Was? Hepi, ich mach dich dafür verantwortlich. Diese katastrophalen Namen entstehen immer in deinen Streams. Was kann ich denn dafür? Ich spiele hier einfach nur. Ich bin einfach nur der Typ, der hier dasteht und irgendwas spielt. Was da hier die Leute machen da, das ist nicht in meinem Verantwortungsbereich. You like stuff like this? Okay, der mag das offensichtlich nicht. I need a little warm up to be ready for another cold night on the ocean. Die Robin. Jazz, die sind bestimmt schon alle im Bett. Die Kinderchen haben wir alle schon gefüttert. Kent, Elliot, Wizard, Penny, Evelyn, Gus, Maru, Lea. Der Lea können wir irgendwas schenken noch. Was können wir denn schenken? This is a really nice gift. Thank you. Bitteschön. Maybe I should cook something new and exciting today. Something spicy. Okay, die mag offensichtlich so spicige Sachen. Howdy, Kid. Staying dry? Na klar. So. Hi. Read anything interesting in the library lately? Viel. Huh. Well, I'll see you around then. Der ist nicht sehr wortgewandt. So, toll. Jetzt denke ich immer, Hippie hält mit dem Auto in der Freizeit an und schenkt jedem Kitty erstmal ein Lolli. Ne? Nein. Ich habe nicht mal ein Auto. Von daher kann das schon mal nicht passieren. So. Außerdem fand ich die Idee super. Hallo Kent, du magst doch bestimmt was Leckeres zu essen. Hey, now this is a really great gift. Thanks. Weiß ich doch. It looks like a decent day for fishing, doesn't it? Keine Ahnung. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Gut. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhrzeit geachtet, wie spät es schon wieder ist. Krass. Hippie braucht kein Auto. Der nächste Spielplatz ist doch gleich ums Eck. Toll, jetzt komme ich hier... Weißt du, jetzt komme ich hier voll schlecht weg. Was soll denn das? Können wir bitte wieder auf den Level zurückgehen, wo wir dem Kubo einfach Spitznamen geben? Das wäre super. Dann bin ich nicht so im Mittelpunkt. Hey, Ghostbooster. Grüß dich. Schön, dass du da bist. So, Mayonnaise. Goldene Mayonnaise. Juhu. Kann man verkaufen. Ich brauche viel Geld jetzt, weil, wenn der Herbst jetzt gleich losgeht, ich muss jede Menge Cranberries kaufen. So, Hupi. Hupi wäre auch geil. Ha, wusste ich doch, dass Hepi der Anstachler von allem ist. Überhaupt nicht. Bloß bevor es gegen mich geht, geht's lieber gegen dich. Dann bin ich fein raus. Was? 12 Uhr? Na toll. Ich muss in die Mine. Ich muss Abigail das Geschenk machen. Die Haley hat, glaube ich, schon geschenkt, ne? Ja, Haley habe ich gemacht. Die Robin, die ist... Ja, keine Ahnung. Der Robin müsste ich noch was schenken. Ja. Kriegen wir schon hin. Super duper. Ja, duper klingt auch super. Duper. Super duper. Klingt wie so ein Superheld irgendwie. Okay. Also, ab ins Haie Bettchen. Na komm. Ach ja. So. Nur 10.000 Gold? Ist jetzt nicht so viel? Okay, so. Wetterbericht. It's going to be clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the dance of the moonlight jellies. The event will take place on the beach starting between 10 p.m. and 12 a.m. Don't be late. Okay. Was sagt das Glück? Okay, wir haben etwas Glück. Finde ich gut. Das Bier ist auch fertig. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das alles so sackschnell geht. Manchmal dauert es gefühlt ewig und manchmal vergeht alles so schnell. Weiß gar nicht warum. So.
Zack. Mist, ich vergesse jedes Mal das Werkzeug. Ich bin echt irgendwie komplett vergesslich. Wie viel Wolle kriegen wir eigentlich raus? Also, ne, wie oft geben die eigentlich Wolle? Hallo. Ah ja. Also das mit dem Klicken auf die Tiere, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Habe ich immer noch nicht ganz raus, wann mit dem richtig hinstellen und so weiter. Oh, und es ist sehr laut gerade hier. So, ist immer noch ein Baby, also gibt es keine Trüffel. Schade. Sag mal. So, der Kubi hat keine Milch gerade. Sehr schade. Muss ich den Kubi dann, oder generell... Ich weiß gar nicht, wie oft die dann Milch geben eigentlich. Jetzt, warte mal hier. So. Das wächst irgendwie jeden Tag hier, kann das sein? Der Hopfen. Da gibt es jeden Tag was Schönes raus. Also gerade mit dem, mit Bierbrauen und so weiter, da haben wir erstmal dann genug zu tun. So. Okay, so. Dann hier die Eierchen. Huch. Ach, mit der leckeren Mayonnaise. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Gewächshaus machen soll. Also ja, ich weiß, ich kann Sachen anpflanzen. Ich weiß nur nicht, was. Vor allem weiß ich nicht, wie das hier drin funktioniert. Was ich da alles einpflanzen kann, kann ich gar nicht sagen. Hier muss auf jeden Fall... nein. Hier muss auf jeden Fall Mais hin. So. Nein. Nein. So. Zack. Erstmal alles einsammeln hier. So. Zack. Ach ja, diese Ernte, ne? Es dauert auch ewig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mit den Feldern komplett übertrieben einfach. Ich glaube, ich habe einfach nur übertrieben. Das ist viel zu viel, was ich hier gemacht habe. Aber, mei. Kann man nicht mehr ändern. Jetzt habe ich sie. Jetzt muss ich sie auch bewirtschaften. So, okay, haben wir das. Dann, der Zaun geht überall jetzt kaputt. Das ist gerade echt frustrierend, weil hier überall der Zaun jetzt kaputt geht. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich dann alles reparieren. Und die Dinger hier, ne? Dass die immer hier wachsen, das ist... Aha, weg. Ihr blockiert hier meinen tollen Weg. So, Orangen gibt es auch jeden Tag, finde ich gut. Ich hätte gern... Na toll. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe keinen Platz mehr. Schön. Ich hoffe, die Orange liegt hier noch ein bisschen. Ich hoffe, die vergammelt mir jetzt nicht. So. Cooper, woher weiß der das? Hockt er da immer im Gebüsch mit den Lollis rum? Was habt ihr denn für Vorstellungen? Na, jetzt, wo du sagst, Chris, er hat letztens über 300 Euro für Süßigkeiten ausgegeben. Das ist gar nicht mal so unwahr. Aber nicht für die Kinder. Milch. Ich weiß nicht. Ist irgendwie Katastrophenmanagement hier gerade. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier zig... Ich glaube, ich habe jetzt die Map gewechselt. Ich glaube, das war nicht ganz so schlau, oder? Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so schlau, dass ich da ins Haus rein bin. Liegt die Orange noch da? Oder ist die jetzt weg? Und die Radieschen sind fertig. Toll. Liegt die noch da? Ja, sie liegt noch da. Cool. So. So. Nee, die Lollis, was? Logan als Spur zum...
Locken? Ach, Locken. Nicht wirklich ein Grund zur Freude, Janik. Wir können auch wieder das mit der Sekte anfangen. Ist das mit dem Kupel jetzt ein Zufall oder was? Beim Kupi ist nichts Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Ach, Ivo, nimm dich in Acht, Janik, sonst benennt Happy irgendein Tier nach dir. Stört mich nicht, Kupi. Jinak! Nee, das bringt's auch nicht. Klingt klingonisch. Jinak klingt... Ja, mach dir einfach mal. Jetzt geben sie sich alle irgendwie komische Spitznamen. Das Lustige ist, der Cooper versucht jetzt hier Spitznamen zu verteilen, weil er einfach mit diesem Kupi unzufrieden ist. Kann man auch... Ja. Weiß ich nicht. So. Also ich muss sagen, diese Blaubeersträucher finde ich mega gut. Vor allem dadurch, dass wir diesen Farming-Ding haben, kriegen wir auch durchaus mehr Produkte raus aus dem Ganzen, was gar nicht mal so schlecht ist. Mehr Produkte heißt mehr Sachen einmachen, sprich mehr Umsatz. Finde ich gut. So, haben wir jetzt hier alles? Ja. Kaum 3 Stunden später haben wir alles. Dann die Radieschen noch schnell pflücken. Wie schaut's aus? Platz? Ja, haben wir noch. So, sagt der Typ, der sich mit Star Trek kaum auskennt. Das ist ein sehr guter Konter, Janik. Das ist ein sehr, sehr guter Konter. So, habe ich hier... Ach, da ist ein Radieschen fertig. Okay. Hier ist nix. Klingt absolut nicht klingonisch. Ja, da gebe ich dir recht. Ich muss ja, aber ich muss witzigerweise dazu sagen, ne? Ich war mit dem Cooper, war ich ja in dem neuen Star Trek Film. Das soll ja auch nicht Jinak ausgesprochen werden, sondern Jinak. Ja, okay, das schon eher. Auf jeden Fall, das Lustige ist, ich war mit dem Cooper in dem neuen Star Trek Film. Ich muss sagen, er war... Toll, jetzt ist das Inventar voll. Er war besser, als ich dachte. So, mein absolutes Highlight in diesem ganzen Film war dann eine gewisse Sequenz, die ich jetzt nicht spoilern möchte, für die, die den Film nicht kennen, beziehungsweise vielleicht noch sehen wollen. Auf jeden Fall war es sehr, sehr lustig. Der Cooper hat nämlich eine riesige Abneigung gegen alle Föderationsraumschiffe. Und zwar aus folgendem Grund, weil er sagt immer... Diese Schiffe haben eine absolute Schwachstelle. Musst du zum Beispiel nur auf bestimmte Stellen schießen oder sonst irgendwas und schon ist das ganze Schiff kaputt, beziehungsweise es geht halt nicht mehr. Und dann kommen genau in diesem Film gewisse Szenen vor, wo du dir dann denkst, ja, irgendwie hat er ja nicht ganz Unrecht. Aber das Schiff sieht trotzdem gut aus. Also, normalerweise. Im neuen Film, den neuen Filmen eben nicht, da gefällt es mir nicht vom Design her. Aber trotzdem hat er da nicht ganz so Unrecht gehabt. Und da hat er sich mega gefreut, wie ein Schnitzel dann. Dass er da Recht behalten hat. Das hat ihn sehr gefreut. Muss man auch mal sagen, es hat ihn sehr gefreut. So, Orange da rein. Mayonnaise verkaufen. Haben die jetzt wieder Wolle eigentlich? Nee, das sieht bloß so aus, oder? Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist halt. Ich muss sagen, ne, er hat sich da... Ja, das kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der draufkommt. Ja, das ist wohl wahr. Also da muss ich sagen, da hat er, wie gesagt, er hat ja nicht ganz Unrecht, aber das Design finde ich trotzdem immer noch super von den Schiffen. Also das Grunddesign. In den neuen Filmen, wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, ich mag es nicht. Aber naja, schauen wir mal. So. Also die Chilischoten nehmen wir auch mit, die Radieschen nehme ich noch mit und dann hätten wir es, glaube ich, dann so langsam... Ich müsste dann mal neue Seeds kaufen für den wunderschönen Herbst. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich einpflanzen möchte. Das Problem ist nämlich, mir wird es etwas an Geld mangeln, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich könnte ein Geldproblem bekommen.
Weil die werden nicht rechtzeitig fertig. Ich bräuchte, glaube ich, wenn ich mich nicht verkalkuliert habe, bräuchte ich, glaube ich, 50.000 Gold. Damit ich mir alles an Produkten und so leisten kann, was ich haben wollen würde. Und das habe ich bei weitem nicht. Habe ich einfach bei weitem nicht. So, das kommt dahin. Zack. Aha, das haben wir auch da. Sehr gut. Also ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, gibt es da... Also das könnt ihr mir mal gerne verraten. Gibt es vom Kistenmanagement, beziehungsweise vom... Ja, vom Lagermanagement. Gibt es da in Stardew Valley einen Trick, den ich einfach nicht raffe? Oder stelle ich mich einfach nur komplett dämlich an? Vor allem, ich habe hier über 300 Radieschen, mit denen ich nichts mache. Wozu brauche ich über 300 Radieschen? Die Sternenfrucht könnte ich auch mal einmachen eigentlich. Habe ich noch Dinge eigentlich? Nö. Sekunde mal. Haben wir hier eigentlich Iron Bar, Gold Bar, Refined Quartz? Ich guck mal eben was. Ich könnte mal übrigens wieder Eisen einschmelzen. So. Zack. So. Das kommt dann wieder alles hier rein. So, dann habe ich hier so ein kurzes Pflänzchen. Habe ich jetzt alles? Ja, ich glaube, da habe ich alles. Die Tiere habe ich gefüttert, oder? Ich guck mal schnell. So. So. Kuppe steht halt nur an Ferengi-Schiffe. Da kann Besagtes nicht passieren. Sehen auch nicht gut aus. Ja, aber das wäre genau deins eigentlich. Das ist einfach nur... Keine Ahnung. Sieht aus wie das, dieses eine Symbol da von Star Wars irgendwie. Ja, wofür brauchst du mit dem Radieschen, lockst du keine Kinder an, Kinder in deinen Keller? Sag mal! Als ob ich... Ich will den Kindern hier eine Freude machen. Ich will doch nicht in den Keller locken und irgendwie. So, ich bin der Beste. Juhu! I'm looking forward to fall, the cool mountain breeze, the swirling red petals, the smell of mushrooms. Okay, die kriegt ein Pilzgericht irgendwie. Ich wollte dir das gar nicht schenken. Das war ein Fehler, ich wollte mit dir reden. So, have any interesting farm stories to tell? Guess not. Nö. So. So. Was denn dann ein Borkubus? Ach so, was denn dann ein Borg jetzt? Our house is in a such beautiful area. Don't you think? Ja, sieht gut aus. So, ich mag die frische Brise der Berge. Finde ich gut. Und pass auf, du kriegst ein leckeres Omelett. Thanks, this is really nice. Weiß ich doch. Das freut sie, wenn wir Sachen verkaufen. Ach cool, wir können hier rein. Maximizing your second marriage and practical tips for first-time stepdads. There is a bunch of carpentry magazines. Okay. Hallo Schatz, ich bin da. Möchtest du ins Bettchen kommen? Cool. Ich find's lustig, dass wir mittlerweile in viele Räume reinkommen. So, das ist Maru. So, da ist der Sebastian. So. Was? Ja, aber welche Definition von Freude hast du denn, Hippie? Einfach, dass Kinder glücklich sind, dass Kinder lachen. Das ist meine Definition von Freude. Oder generell, dass Menschen lachen, gut drauf sind, gut gelaunt sind. Das ist so... Ja. If Strigolocton levels could be increased, would it have a proportional effect on mycorrhizal growth? Was? Ich habe keine Ahnung, was der da gerade redet. Oh, sorry. I was pondering some data and didn't notice you there. Do you need anything? Ich habe was für dich. Hallo.
Thank you, this is a very interesting specimen. Weiß ich doch. So, ich schenke jetzt den Leuten einfach mal irgendwas. Einfach, dass wir in dieser Freundschaftsskala ein bisschen nach oben kommen. Jem'Hadar-Schiffe sind cool. Es war so klar, dass dem Cooper Jem'Hadar-Schiffe gefallen. Ich glaube, der Cooper steht auf das Lila bei den Jem'Hadar-Schiffen. Ich bin mir nicht sicher. So. Da sind die Kinderlein. So. Das hört sich total creepy an, wenn man sich das genauer anhört. Sometimes I look for crawdads in the river. Don't tell Aunt Mary, but I fed one to a cow once. For crawdads? Hä, was ist denn das? Crawdads? Crawdads? Hä, was soll das sein? She loved it. Was soll das sein? You've all given Jazz 2 gifts this week. Aber sowas. Miss Penny makes me read a new book every week. Ich muss immer lesen, immer neues Buch lesen. So langweilig. At least she lets me pick them sometimes. Ja, schön. Okay, der hat schon geschickt. Thank you, this looks special. Ja, ist auch special. Hello, the mountains look nice today, don't they? Die will, glaube ich, manchmal nicht mit uns reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Was? 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 Okay, also er lockt die Kinder in sein Honiggelber und zwingt sie zum Lachen. Was? Ich krieg langsam Angst. Ihr habt sehr seltsame Vorstellungen. Auf letzt glaubt das noch jemand. Wo geht's da eigentlich lang? Nirgendwo hin. Okay, gut zu wissen. Habe ich jetzt mit der Gartenarbeit, habe ich glaube ich jetzt erstmal fertig für den Sommer. Da gibt es nicht mehr viel zu tun. Oh, eine Batterie ist wieder fertig. Toll. Zum Glück ist der Zaun überhaupt nicht beschädigt. Das würde mich sonst echt belasten, wenn der Zaun kaputt wäre hier. Ach, so. So, okay. Hobbykeller, sorry. Ah, okay. Ich habe nicht mal einen Hobbykeller. Ich habe hier ein kleines Studio, das war es aber auch schon, aber kein Hobbykeller. So, hier haben wir die ganzen Dinge hier noch. Das ist eigentlich schade um den Dünger, aber wie gesagt, man kann halt nichts mehr anpflanzen dann. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Im Übrigen ist mir gerade wieder eingefallen. Irgendwie bin ich heute komplett verpeilt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin komplett verpeilt. Ich irgendwie... Weiß ich nicht. So, das hier wollte ich machen. So. Dann wollte ich... genau, ich wollte was probieren. Starfruit. So. Ich möchte jetzt etwas probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden es herausfinden. So. Was? Kupi Schnupi geht jetzt bestimmt zu Happy, um einen Lutscher zu lutschen. Ich habe keine Lutscher da, von daher, nein. Ich muss sagen, ich habe, und das ist jetzt kein Witz, ich habe zu Hause kein bisschen, da ist doch ein Sound hier gerade kaputt gegangen. Habe ich doch gerade gesehen. Guck mal, wie hier alles auseinanderfällt gerade, als wäre die Farm, keine Ahnung, als wäre das hier einfach ein Schrottplatz. Irgendwie nervig. Was wollte ich sagen? Ich habe tatsächlich nicht ein... nicht eine Süßigkeit zu Hause. Wirklich gar nicht. Weil ich echt eigentlich sehr, sehr selten Süßigkeiten esse. Darum habe ich da einfach nichts da. Ich hätte gern Iridium-Sprenkler. Ich glaube, der würde sich hier ganz gut machen eigentlich. Vor allem das Doofe ist... Das hätten sie wenigstens so machen können, dass hier alles dann gewässert ist. Na, okay. It's getting late. Natürlich.
Ich frage mich, ob die Sprengler da drin überhaupt funktionieren. Ich probiere es einfach mal. Keine Ahnung. Muss ich da überhaupt gießen? Ich möchte betonen, ne? Gewächshaus, keine Ahnung. Wir haben das heute erst freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Gewächshaus machen kann. Beziehungsweise wie das funktioniert. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen rum mit so einer Sternenfrucht. Und hoffe einfach, dass da irgendwas Sinnvolles bei rumkommt.